Bis das Feuer die Nacht erhellt, von Becker Fitzpatrick. Nora sollte es eigentlich besser wissen, als zu glauben, ihr Leben könnte wieder normal verlaufen, nachdem sie sich in einen gefallenen Engel verliebt hat. Noras Leben ist nicht normal. Ihr Vater wurde ermordet und die Details seines Todes scheinen einfach nicht zusammenpassen zu wollen. Jetzt ist auch Nora selbst in Gefahr. Sind Patch und sie stark genug für den Kampf, der auf sie zukommt? Bis das Feuer die Nacht erhält, erscheint im November 2011, wird 416 Seiten haben und als Taschenbuch 16,99 € kosten. Das Buch ist der zweite Teil einer Trilogie. Der erste heißt im Deutschen Engel der Nacht und im Englischen Hush Hush. Band 2 heißt im Englischen Crescendo und Band 3 Silence. Wie Band 3 auf Deutsch heißen wird, ist noch nicht bekannt. Tja, also mir persönlich gefallen ja die englischen Titel besser als die deutschen. Man kann das zwar sehr schlecht übersetzen, also Crescendo ist ja auch kein englisches Wort, sondern eigentlich ein italienisches, aber egal. Aber jetzt mal ganz im Ernst, bis das Feuer die Nacht erhellt. Engel der Nacht war ja noch ganz cool, wenn es nicht noch Engelsnacht geben würde, mit dem ich das immer verwechsle. Aber bis das Feuer die Nacht erhellt, was soll das denn bitte für ein Titel sein? Der passt auch nicht so ganz zum Buch. Und das Cover von Crescendo passt meiner Meinung nach auch irgendwie besser zur Geschichte als das Deutsche. Aber da kann man auch anderer Meinung sein. Was den Titel angeht, nein, geht absolut null. Bin ich froh, dass ich nach Engel der Nacht nicht einfach aufgegeben habe. Der zweite Teil der Reihe war nämlich 10.000 Mal besser als der erste. Und dafür gibt es ein paar einfache Gründe, die ich einfach mal kurz erläutere. Erstens. Patch ist zwar nicht komplett durchschaubar, aber auch nicht mehr so übertrieben düster, mysteriös, sexy-mäßig wie im ersten Teil. Zweitens, Nora ist ein noch viel tollerer Hauptcharakter als in Band 1, weil sie mehr für sich selbst einsteht und für ihre Interessen. Nummer 3, die Story war viel origineller und unvorhersehbarer als noch in Engel der Nacht. Und ich war wirklich ständig überrascht und hätte auch keineswegs vorhersehen können, wie das Buch enden würde. Viertens, der Schreibstil ist noch immer genauso toll wie in Band 1. Fünftens, die Beziehung zwischen Nora und Patch wirkte fast schon realistisch. Sie hatten so normale Probleme wie Eifersucht oder Misstrauen. Außerdem hatte Nora nicht diese typische ich will mit dir zusammen sein, obwohl du schlecht für mich bist, mir meine Zukunft ruinierst und ich dich gerade mal gefühlte 5 Sekunden kenne, Einstellung, sondern hat auch ab und an mal an sich selbst gedacht und an ihre Zukunft. Und das hat mir gut gefallen, weil es realistisch war. Und der letzte Grund, der sechste, ist, dass das Buch wirklich so spannend ist. Besonders zum Ende hin. Ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Und die letzten paar Sätze haben mich echt gefoltert und foltern mich noch immer. Denn Cliffhanger ist noch gar kein Ausdruck, um zu beschreiben, was Becca Fitzpatrick ihren Lesern da antut. Ja, ich denke mal, das sind auch eigentlich genug Gründe, das Buch zu lesen, oder? Besonders wenn einem der erste Teil gefallen hat, kann einem der zweite eigentlich nur auch gefallen. Ja, insgesamt ist es einfach eine der besten Fortsetzungen überhaupt, weil ich so überrascht war, dass das Buch so gut war. Und wenn Becca Fitzpatrick sich in Band 3, der auf Englisch Silence heißt, glaube ich, weiter so steigert, wie sie das hier getan hat, dann werde ich auf jeden Fall noch ein Riesenfan der Reihe. Und das Buch bekommt von mir 4 von 5 Sternchen.